unentschieden. Sein letztes Spiel hier, sein letztes Einzel für Fulda. Laufen. Sicherlich die weiße Reise auch wert. Ja, Kantenball jetzt. Bringt Gerasimenko wieder zurück ins Spiel. Und so schnell kann der. Ich glaube, der Satz hat sich da sogar eine Wohnung gekauft. Und Putzer überhaupt nicht klar. Jetzt zwar auf dem Tisch. Besser im Rückschlag. Schauen werden. Wir mal, wie das jetzt sich darstellt. Ja, geht nicht auf den Aufschlag jetzt drauf, dass er jetzt Banane spielt. Ja. Und da ist jetzt. Und durchziehen kann. Putzer ist noch wahnsinnig schnell. Wow. Schauen wir mal. Mit links ging ich kann es nicht glauben. Wow. Und das war ja eine Geschwindigkeit am Tisch, also. Jetzt mal Rückhandaufschlag. Ja, geht gar nicht. Ja, der Rückschlag war schlecht. So. Längeren Ball wechseln. Ja, sie haben irgendwo einen Tisch geholt. Echt souverän unterwegs und machen sich offenbar Gedanken. Ja, jetzt wieder. Ich habe das Gefühl, dass er immer sicherer dann wird. Ja, na komm. Ja, und das. Und man sagt es kaum gegeben hat. Und es geht von vorne los im Endeffekt. Von Gerasimenko, ob er da was umstellt. Ja, aber der. Genau. Das war das Einzige. Genau, Grenzer war mal ein. Da hat Fang Bumeng sein erstes gewonnen. Genau. Oh. Handwechsel auf den Kantenball, das wäre. Ah. Ja, anflippt. Dass er einmal beim Matchball gegen sich gemacht. Da hat er es gemacht, ja, aber jetzt. Der Punkt ist aber, hat er eben umlaufen, versucht mit dem Rückhand anzufangen. Jetzt flippt er. Also hat er gut gemacht. Hat jetzt Matchball, Marius, von beiden. Ja, klar. Ja, und der ist weg. Ist passiert. Nicht unverdient. Wir haben heute das 0-3. Gut, wir haben schon 3-0-Sieg gehabt. Du hast erwähnt, 0-3 hatten wir noch nicht.